das unser nächster Hinweis ist. Heißt es wohl Schwiegermama besuchen. Und wie wir alle wissen, Schwiegermama ist ein Drache. Hier haben wir das Video, wo Mia, was wir von Mia gesehen haben. Zum Glück überhaupt nicht gruselig. Alter. Die Pfeiltasten funktionieren zum Laufen. Alles klar, das geht. Was sind Tanks? Oder was auch immer man für Flüssigkeiten darin. Aufbewahren will. Ich weiß, das ist üble Verschwendung. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da lang zu gehen. Definitiv keine gute Idee. Wie wäre es, wenn wir es erstmal dabei belassen? Na super. So gut ist, da einfach so durchzurennen oder. Karte des alten Hauses. Das Esszimmer. Schauen wir mal, ob wir gleich da raus können. Wir gehen erstmal auf jeden Fall raus zur Galerie. Denn hier gab es zwar einen geheimen Weg, aber es ist weg. Munition sage ich nie nein. So ein bisschen Arznei auch nicht. Ein Brennergriff. Aha. War das vorhin auch schon? Na, hallo, was haben wir denn hier? Nice. Sau gut. Ja, ja, geh ruhig zu. Dann, ist hier sonst noch irgendwo was? Ja, nein, vielleicht? Ah ja, dann, ja. Gönnung. Sau gut, ey. Lol, das geht? Was? Netter Versuch, das hat eine Errungenschaft gegeben, wie witzig. Ich würde mal sagen, wir gehen dann. Okay, nett, dass das geht. Ich hatte schon die Befürchtung, es geht nicht. Hallo. Festbrennstoff. Aha. Ah, Igitt.
riesiges, ekelhaftes Vieh, Alter. Psychotonikum. Dietrich. Hier zufällig irgendwo was für ein Dietrich. Nö, gell? Nur hier hinten. Was? Gewächshaus. Ach, da kann man auch noch lang. Ach so. Wasserspeicher. Soll ich da mal durchrennen? Na komm, was soll's. Man kann's ja mal probieren. Alter. Ja, sie sind jetzt Designer. Ja, was soll ich denn designen? Ja, riesen, scheiß große Insekten. Aber Sir, ist das nicht eklig? Ja, genau deswegen machen sie das. Festsprengstoff, starke flüssige Chemikalien. Jetzt mal für den Granatwerfer. Festbrennstoff und flüssige gibt Brennerkraftstoff. Okay. Munition dafür haben wir leider nicht. Ja dann, alter Burn-Motherfucker, oder was? Warte mal, war da noch irgendwas? Huch, jetzt habe ich aus Versehen X gedrückt. Ah ja, siehst du mal, da war noch Kraut. Diese Kisten kann man ja leider nicht zerstören. Bin ja schon weg. Das brennt aber wirklich schön hell. Ja, machen wir denn jetzt mal Schönes? Ich würde mal sagen. Ich habe die Befürchtung, wenn ich jetzt Sachobjekt wegwerfen, dass es mir komplett flöten geht, um ehrlich zu sein. Aber ich habe auch noch ein bisschen verbesserte Munition. Und am besten doch einmal am 18. Oder mache ich Brennerkraftstoff? Ich glaube, ich mache mal besser Brennerkraftstoff. Kraftstoff! Ah, nice! Manchmal muss man halt nur freundlich sein zu den Spielen. Haben wir's jetzt. Nee, jetzt aber. Ach, guck mal da.
Okay, ich habe gerade irgendwo eine Tür gehört. Ah, guck mal hier. Ethan? Ethan! Erzähl kein Mist mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Daddy, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas! Ethan, hilf mir! Verdammt. Hä, wieso hat er jetzt zu mir Daddy gesagt? Okay. Okay, ich glaube, das war's. Mehr können wir hier nicht machen. Wenn du hier irgendwo dein Werkzeug quer rumliegen lässt, du brauchst ja Stunden, bis du das wiedergefunden hast. Sag mal, Mutchen! Was? She's upstairs. Don't go up. Yummy. Sag mal, höre ich die Olle mit ihrer hässlichen Laterne? Warte mal, Safe Room war in die Richtung. Sorry, Bro. Das erste Mal wieder das da hindrehen. Ich find's gut, dass man nur annähernd. Die wussten schon, dass es mit der Steuerung, wie sie es gemacht haben, nicht so cool gemacht haben. Ich will auf jeden Fall den Brennstoff noch haben. Den scheine ich nicht mehr zu gebrauchen. Das bringe ich jetzt erstmal auch dahin. Er wird jetzt erst nochmal schön gespeichert. Und dann hole ich mir noch den Brennstoff.
Hoffnung, dass Mutti da nichts dagegen hat, indem die da hinten rumpimmelt. Ja, weil's grad... Ja, jetzt dreht die Alte sich auch noch um. Lasst mir doch die Ruhe. Ich hoffe, die achten nicht auf die Schritte. Sonst bin ich ganz dezent gefickt. Jetzt dreht die sich um. Ich schwöre, diese Kiste war für Mia fetter. Aber gut, wir haben... Alter, ich dachte gerade, Scheiße! Tausendfüßler! Eklig! Insekten generell, die einem nichts tun, aber eklig aussehen. Sind eklig. Okay, sieht alles ein bisschen anders aus. Als noch bei dem Jahr. Noch ein Rabenschlüsselschloss. Da geht's ja ganz offensichtlich nicht weiter. Flüssige Chemikalie, sehr geil. Was baue ich draus? Nur das, weil ich nur das machen kann, aber das ist okay. Mia war auch hier unten. Alter, wie zur Hölle hat er den Rasenmäher hier unten hinbe... Ich frag nicht nach. Ein Psychotonikum. Ich bisher noch nicht benutzt hab. Le Courbel. Ich find's schön, dass die daran gedacht haben, mir hier unten Kerzen aufzustellen. Ohne Mist. Ich finde Insekten ja so schon eigentlich nicht so geil. Sind wir mal ganz ehrlich, wer tut das schon? Seltene Ausnahmen, dass Leute von Insekten fasziniert sind. Ich finde sie persönlich einfach nur eklig. Aber hier und da sind sie doch gut für unser System. Ah, er nimmt sie wieder mit. Ja, doch. Und deswegen töte ich sie nicht. Aber wenn es so übergroße Scheißwie-Insekten geben würde, heilige Scheiße, ich würde das Haus nie verlassen. Außer, keine Ahnung, wir würden in symbiontischer Koexistenz mit denen leben. Und dann wäre es vielleicht in Ordnung. Huch, was geht denn hier ab mit dem Schatten? Wie konnte die uns gerade nicht sehen oder wollte die uns nicht sehen? Wir spielen nur auf normal, ne? Also, ich hatte auch nur zwei Schwierigkeitsgrade zur Auswahl. Einfach und normal. Ich habe normal gewählt. Aha! Verdammt.
sollst hier raus. Sie gehört dir. Pass gut auf, Junge. Ich werde dir jetzt mal etwas zeigen. Okay, du mieses Stück Scheiße. Ich hab genug von dir. Was? Was? Hat die mich jetzt gesehen oder nicht? Sie hat gesagt, da bist du, aber... Wer weiß, wie die Alte das gemeint hat. Ey, erste Hilfe. Ey, eine Kiste. Ey, ein Krähenschlüssel. Ey, eine antike Mütze. Ey, keine alte Frau. Ich kann mich hier drin nicht bewegen. Okay. Ich glaube, das ist... Verzeihung. Bei Getränken mit Kohlensäure stoße ich schnell auf. Dennoch trinke ich Wasser nur mit Sprudel. In meiner Meinung nach ist das Leitungswasser hier ungenießbar. Schon. Sag mal, wo ist die Alte denn? Oma? Da war Oma. Ich will mit deinen Babys... Um, geh nicht hoch. Ja, hä? Ach, sicher. Mann! Ich weiß nicht, ob ich die Kurbel... Muss ich die Kurbel mitnehmen? Ich hoffe nicht. Hä? Was? Nein, ich will es nicht kombinieren. So, Leute, passt mal auf. Mit. So schnell! Ach so, weil es wahrscheinlich dafür gedacht ist, dass jeder sein eigener Safe State ist. Also sein eigenes Game.